Hallo zu einem Let's View des Buches Das Star Wars Universum. Illustration von Ralph McCrory, Text von Kevin J. Anderson aus dem BSV Verlag. Ein wunderbares Buch, das Illustration eben von Ralph McCrory beinhaltet. Dieser Künstler hat schon ganz zu Anfang mit George Lucas zusammengearbeitet, als George Lucas eben halt ein Studio finden wollte, das seinen Film, ein für damalige Verhältnis 1975 gewesen sein, vielleicht sogar 74, wo er dann von Tür zu Tür bei den Studios gegangen ist und keiner ihm irgendwie sein ungewöhnliches Science-Fiction-Projekt abnehmen wollte. Ja, da hatte er eben Ralph McCrory gefragt, ob er nicht Zeichnungen machen kann zu seinem Drehbuch, und ja, viele Ideen und Gedanken und auch schon Designs wurden erstellt, die ja später auch in dem Film Star Wars Eine neue Hoffnung beginnend, also Episode 4, hineingekommen sind. Und ja, mit diesen Zeichnungen konnte George Lucas dann 20th Century Fox damals überreden, das Projekt ja überhaupt in Angriff zu nehmen. Ja, und Star Wars, sind wir glücklich drüber, dass das existiert bis heute. Ja, bald 50 Jahre nach dem ganzen Kino ist immer noch ja, ein Top-Film. Und ich liebe ihn. Ich habe ihn, glaube ich, so oft gesehen wie keinen anderen. Und deswegen wird das bestimmt sehr, sehr schön, gleich mit euch dieses Büchlein durchzublättern. So, dieses Buch, wie gesagt, im Deutschen erschienen, hat mal, das können wir hier gucken, 36 D-Mark gekostet. Wir sehen hier auch den B-Flügler, so eine schöne Zeichnung. Hier, ich hoffe, das ist die richtige Seite, oder ist es so rum? Ich glaube, so rum gehört das, wie ein Sternzerstörer zerstört wird. Diese Szene sollte in Rückkehr der Jedi da drin sein, wurde auch mit den Tricktechniks damals gemacht, ist aber gecancelt worden. Auch vorne haben wir den B-Flügler. Das ist sozusagen wahrscheinlich ein Teil der Szene, aber der andere Teil. Gut, schauen wir uns das Buch mal an. Hinter dem Umschlag ist nicht wirklich viel zu sehen. Also in dem Sinne, das lohnt sich nicht wirklich. Die Texte lese ich jetzt nicht, sondern wir schauen uns einfach nur die Bilder an. Wir blättern das so durch. Hier Bilder von so einem Todesstern oder Satelliten mit so einer Tiridium. Ich würde mal das hinlegen, damit man es vielleicht besser sehen kann. Gar nicht so einfach, immer solche Bücher durchzublättern, wenn sie so dick sind. Hier eine Zeichnung von den Ewoks und einem Riesenmonster, was auch mal geplant war, beziehungsweise was auch später, ich glaube, in Karawane der Tapferen, dem Ewok-Film, zu sehen war. Er hat zu vielen Filmen Zeichnungen gemacht, auch während der ganzen Produktionsphase, wo Joe Johnston auch schon viele Zeichnungen mitgemacht hat. Also das kann man echt nur sich empfehlen. Hier haben wir Bespin mit den Doppelschiffen. Und im Hintergrund sehen wir diese Reittiere. Vieles davon, was ihr jetzt auch seht, ist auch in Serien wie Clone Wars und so weiter vorgekommen. Also Wahnsinn. Auch hier haben wir den Titel mit dem Außenposten auf Yavin 4. Wunderbar. Und hier sehen wir, es ist aufgeteilt auf die verschiedenen Planeten. Tatooine, Coruscant, Dagobah, Hoth, Endor, Bespin, Yavin 4 und Alderaan. Blättern wir doch mal um. Ja, Tatooine. Und hier sehen wir auch schon gleich den Krayt Dragon, der ja später auch im Mandalorian erst richtig zu sehen war. Auch hier, dieses Set Carbon Tusken kam erst in The Book of Boba Fett zu sehen. Und hier sehen wir ja eine Version von Mos Eisley oder Basis für Jawas beschützen. Das ist eine Idee. Damals so ein bisschen an die arabischen Städte angehaucht. Ein bisschen mit moderner Art. Ja, hier sehen wir einen, ja, Alec Guinness, unser Obi-Wan. Ja, auch so Zeichnung von den Figuren. Viele Erklärungen, wie es entstanden ist, Hintergründe. Auch hier sehen wir jetzt eine Fotomontage von Mos Eisley, was ja ein bisschen mehr aus wie eine normale Stadt über den Blick. Und hier eine Zeichnung, noch sehr, sehr früh, mit einem ganz anderen Landspeeder, wo er auf Mos Eisley blickt. Mos Eisley, Raumhafen, ihr kennt den Dialog. Ja, hier Mos Eisley. Hier sehen wir auch noch so einen Charakter, der wie Luke sein sollte. C-3PO und R2-D2 noch ein bisschen sehr alternativ, ein bisschen mehr an Maria angehaucht aus Metropolis. Und ein Sturmtrupper auch in früher Phase. Ich glaube, das sollte sogar Chewbacca sein oder diesem Design-Style.
waren ja alles sehr früh anders. Okay, sehen wir das. Versuche, ich hoffe, das könnt ihr sehen. Ist immer schwierig, Lichtspiegelung rauszukriegen. Jabbas Palast, großartig. Und das ist jetzt hier ein Painting von ihm, was aber als matte Painting im Film verwendet wurde. Hier seht ihr, es ist eine schwarze Fläche, also es ist auf einer Glasfläche gemalt worden. Und hier war dann diese kleine Szene, wo ein, ja, das eine Tier so, ja, wie so ein Frosch agierte. Ja, die Max Rebo und Band. Ja, hier auch so ein bisschen Jabbas Palast, aber ein bisschen moderner angehaucht. Gleich mehr so wie so ein Bazar. Auch Bantas, die hier geritten werden. Hat eben halt das illustriert, damit man überlegen kann, was kann man machen. Und es ist einfacher, eine Zeichnung zu entstehen zu lassen, als ja, es umzusetzen. Das Tor ist auch noch in, vorgekommen, auch in The Book of Boba Fett sehen wir das noch in Mos Espa. Auch hier so Jabbas Palast eben halt nicht ganz so ja, wüstenverlassen, sondern mehr moderner eben halt. Noch nicht so Verbrecherbossartig, sondern erst City-like. Eine gamoranische Wache. Er hat halt Zeichnungen gemacht für alles. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr viel Text, wie ihr seht. Ja, so die, diese Mönche, Bib Fortuna, der Sandcrawler, auch Segelbaraken, wie man überlegt hat, sie auszusehen. Er war auch an Designs halt beteiligt. Ja, wie so ein Java-Posten aussehen könnte, eine Fabrik. Auch hier richtig ist so eine Zentrale der Javas, nie vorgekommen. War schon ganz genial. Die Tuskenräuber sozusagen. Diese Szene kam in Book of Boba Fett vor, dieses Teil. So, da wurde, hat er dann seinen Guffy-Stick gebaut. Und hier der Krayt-Drache, wie man ihn bekämpft. Die Tuskenvölker, das ist ein sehr friedliches Bild. Ja, und jetzt gehen wir schon zu Coruscant. Und hier, was ich jetzt auch mitbekommen habe, das war der Design vom ersten Millennium Falcon. Ja, so langweilig hat der erste Millennium Falcon beinahe ausgesehen. In Pyramiden wurde experimentiert. Also das ist ein Bild, wo er im Todesstern steht, eigentlich. Coruscant, dürfen wir nicht vergessen, ist als erstes vorgekommen im Roman von Timothy Zahn. Um 1990 herum, der Erben des Imperiums, der die offizielle Nachfolgegeschichte damals oder die ja, geschaffen hat. Auch dort hat Rob McCrory für Zeichnung entworfen. Hier sehen wir auch eine geniale Zeichnung mit der Pteridium. So, wollen wir mal weiter gucken. Was haben wir denn noch? Ihr seht, das ist ein dickes Buch. Ich will auch gar nicht überall. Coruscant, sehr imposante Stadt. Verschiedene Straßenschluchten und der Text ergibt natürlich sehr viel mehr Inhalt wieder. Viele Elemente sind auch in die ja, Prequels sozusagen Episode 1 bis 3 eingeflossen. Auch dieses Designs von diese Spitzhüthäuser. Ne, da von der Seite zwischen. So mit den Statuen. Darth Vaders Pteridium stehen. Hier ist auch wieder eine Seite, die ich überblättert habe. Ja, auch hier, wie der Wasserbedarf von Coruscant kontrolliert wird. Und hier sehen wir eben halt den ersten Millennium Falcon, aber hier ist er jetzt eingesetzt worden, so dass es aussieht, als ob es eine Landeplattform ist. Man hat einen anderen Hintergrund genommen. Ja, auch hier Anflug. Eine Raumbasis, Droiden. Ja, und hier Bilder von Coruscant. Hier auch Darth Vader, wie er da durchläuft. Durch seine epischen, hohen Gebäudeteile. Und jetzt sind wir schon bei Dagobah. Viele kleine Zeichnungen von den Sumpf
Strukturen, Tieren. Hier eine Spinne, die auf Dagobah auftauchen sollte, aber richtig aufgetaucht ist sie auch erst in Mandalorian. Zweite Staffel auf dem Eisplaneten, wo Mando abgestürzt ist. Ja, ihr seht, Zeichnung ist 30, 40 Jahre alt, ist zu Imperium schlägt zurück entstanden und jetzt haben wir es gesehen. Erst. Ja, auch hier nochmal riesige Tiere, die ja nicht vorgekommen sind, wirklich. Man darf nicht vergessen, dass damals die Tricktechnik nicht ganz so weit war. Man hat sich auf wesentlichere Punkte beschränkt, obwohl sie schon sehr weit war für heutige Verhältnisse dort bei Star Wars. Sie haben echt bahnbrechende, wegweisende Zeiten gemacht. Ja, hier sehen wir darüber eben halt die ganzen Tiere, die er sich erdacht hat, wovon sehr wenig eigentlich übrig geblieben ist. Ja, und jetzt sind wir schon bei Hoth. Angriff auf Hoth, da mit den Towns und so weiter. Auch Han Solo. Offiziere, wie sie durch die Gänge gehen. Sehr viel Informationen. Hier, wie die Ionenkanone abgeschossen wird. Die Quartiere ausgesehen haben. Er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht und unterstützt eben halt ja, die Macher. Hier auch die Towns, die unter dem Eis ja, grünes Gras haben und dadurch fressen. Vierbeiner durch Eislandschaften wandern. Das Wampa, wie es in Towntown erledigt. Hier auch eine großartige Zeichnung. Luke auf dem Towntown. Eine frühe Zeichnung. Ja, hier sehen wir richtig coole Motive. Ist auch ein absolut toll, unvergessener Moment. Ja, hier auch wie die Snowtroopers noch ein bisschen anders designt versuchen, den Schutzschirmgenerator zu zerstören. Der Hangar. Es sind aber zwei Zeichnungen. Wenn man sieht, hier ist der Millennium Falcon nur halb, obwohl es fast wie eine aussieht. Ja, dieser große Wurm oder diese Schnecke in dem Asteroiden. Mynox, verschiedene Designs. Ja, dann sind wir schon auf Endor. Und da sieht man, dass man verschiedene Designs sich überlegt hatte für die Wookies, nicht die Wookies, für die Ewoks, was später aber auch ein bisschen auf Kashyyyk dann eingesetzt wurde, wenn man im, ich glaube, das war in Revenge of the Sith, Rache der Sith, und in Episode 3 auf Kashyyyk den Kampf sieht. Auch hier schöner Blick. Den Nachbarplaneten von Endor oder der Waldmond von Endor, das ist ja Endor. Auch schöne Zeichnungen von den ganzen, ja, hier wie gesagt, frühe Designs, wie sie so im Wasser lebten, bis sie dann später in die Bäume gezogen ist, was ein bisschen eindrucksvoller war. Ja, wie sie kämpfen mit ihren Fliegern. Hier haben wir ihr Dorf, Leia. Sehr, sehr schön. Ja, hier riesige Feinde. Ja, Gorax, aber kam ja erst in der Rachwand der Tapferin vor. Ja, verschiedene Designs von verschiedenen Figuren, die nie dabei waren. Aber hier sehen wir, das ist Kampf um Endor. Hier sehen wir Cindy. Also hier sehen wir schon, dass es mehr Karawane der Tapferin war. Auch hier ein Charakter aus Kampf um Endor. Eben halt, es war nicht nur ein Planet, wo eben halt die Ewoks lebten. Auch andere Kreaturen weiter ab, fernab von dem Waldbereich. Bespin, die Wolkenstadt, auch legendär. Ja, hier sehen wir noch ein bisschen was vom Planeten, weil im Endeffekt war es ja nur eine Gasmine, die in der Luft schwebte. Also Fahrzeuge. Hier eine der begeisterten Zeichnungen, die damals die Wolkenstadt repräsentierte, mit den Gleitern, auch coole Fahrzeuge. Ein frühes Design von Bespin, was später auch Hintergrund in der Special Edition zu sehen war. Richtig cool. Auch hier ist ein bisschen, wie sie im Bau ist. Einfach Zeichnungen sind richtig großartig, es macht Spaß anzugucken. Auch die Texte sind sehr, sehr viel mit Hintergründen. Hier sehen wir es so, dass diese
Bäume auch so ein bisschen schweben über dem Planeten, auch richtig toll gedacht. Und diese Reiter, es ist auch so ein bisschen wie Drachenreiter gibt auf diesen Tieren. Ja, hier so der Luxus, Leia, Lando Calrissian. Ja, man hat viele Ideen einfach reingesetzt und lieber etwas mehr denken als zu wenig. Das finde ich echt großartig. Hier auch die Szene da, wo Han beobachtet, ja, die Gleiter, wo C3PO gesucht wird. Ja, auch hier eine schöne Zeichnung, haben wir ja schon gesehen. Aus einem Schiff, wie angeflogen wird. Man hat sich sehr viel Gedanken gemacht, sehr viele Ideen, hier so auch so Teile von Bespin. So die Hintergründe, man hat einfach sich ja, überlegt, was man, wie es sein könnte, was noch gezeigt werden kann. Die Welt mitgedacht. Yavin 4 von Neue Hoffnung, die Rebellenbasis. Auch hier sehr pyramidenartig, man hat sich ja so ein bisschen an die Maya, Inka orientiert auf dem Planeten. Auch wie die Kreaturen, die wir nie zu sehen gekommen haben, auch da Gedanken gemacht. Ja, hier von der Thronraum, wo man sozusagen, hier wird von einer Audienz geredet, aber auch wo sie ja ihre Orden gekriegt haben. Ja, Außenposten, die überwacht den Himmel. Ja, hier dieser Hangareingang, auch sehr geil inszeniert, damals schon. Ja, auch hier so ein bisschen das Mystische eingebaut. Und man hat ja eine alte Kulturstätte sozusagen umgebaut oder benutzt. Viele Erklärungen. Ihr seht sehr, sehr viel Text und das ist sehr, sehr interessant auch zu lesen. Ja, hier etwas dunklere Pyramide, so ein bisschen wie ein Sith-Tempel. Und jetzt sind wir schon auf Alderaan. Alderaan haben wir ja nie wirklich gesehen. Damals das ist es ja recht früh explodiert, aber in den Serien wie jetzt Obi-Wan und auch in den Prequels, sozusagen Episode 1 bis 3, konnten wir ein ganz klein wenig Alderaan erhaschen. Es ist sehr ja, schöne Landschaften, obwohl auch einiges in Clone Wars verwendet wurde, unabhängig davon für andere Planeten dann. Viele Zeichnungen und Fahrzeuge und ihr werdet hier solche Fahrzeuge auch wiederfinden in Obi-Wan. Auch sehr, sehr schön gemacht. Auch hier haben sie Reittiere gehabt. Hier sind die komischen Obeliskfelsen. Ja, und der ganze Hintergrund der Planeten wird erklärt. Das ist ein wunderschönes Buch, hier auch eine sehr schöne Zeichnung. Ja, sind wir jetzt auch schon. Hier sehen wir noch das ja, Alderaan in seiner Blüte. Und hier sehen wir, dass hier auch Illustrationen nicht nur von Ralph McQuarrie dabei sind, sondern auch viele von Joe Johnston, so kleine. Und hier sehen wir das Gesamtbild mit dem Sternzerstörer, was ich erzählt habe, was eine Szene war, die rausgeschnitten wurde aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, dann sind wir schon am Ende angelangt. Na, gerade hinlegen. So, das war der Let's View dieses Buches, das Star Wars Universum aus dem BSH Verlag, was sich mit den Illustrationen von Ralph McQuarrie beschäftigt und auch überhaupt das Universum von Star Wars ein bisschen auseinander nimmt von den Planeten, die uns lieb geworden sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Like, kommentiert, was ihr davon haltet. Habt ihr das Buch? Lasst es mich wissen. Ansonsten, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.